Hallo und guten Morgen. Mein Name ist Julia Lahrkämpfer. Ich bin Mindset Coach aus Berlin und herzlich willkommen zum Mindful Mindset Monday. Heute am Ostermontag. Ich schau mal, wer alles da ist und schau mal hier auf Facebook, bis es hier auch läuft und ich dann eure Kommentare sehen kann. Gucken wir mal hier, wie das alles so ist. Ihr trudelt jetzt hier nach und nach ein. Und ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen und bestens erholt von den Feiertagen. So, wo ist denn hier das Video? Mal hier in die Gruppe. Sehr schön. Mal gucken, wer schon alles da ist. Sagt doch mal Hallo und schaut mal, ob ihr mich, oder sagt mir mal bitte, ob ihr mich hören und sehen könnt, dass ich da auch jetzt nicht mit einfach nur so vor mich hin erzähle. Matthias ist da, sehr schön. Guten Morgen, schönen Ostern. Ja, ich wünsche euch auch frohe Ostern. Hier ist super Sonnenschein, wunderschön. Und ich gehe gleich zum Osterbrunch und bin sehr gespannt, was wir hier heute zusammen machen. Heute geht es darum, wie du deine Einzigartigkeit und deine eigenen Leistungen anerkennst. So, Jasmin ist da, super schön. Einen wunderschönen guten Morgen. So, ihr Lieben, dann lasst uns mal losgehen, loslegen. Ich würde sehr gern mit euch darüber sprechen, wie wir uns grundsätzlich mehr Wertschätzung entgegenbringen können und was, ja, was einfach wichtig daran ist, ne? Weil es ist in meiner Praxis, ich unterstütze ja vor allem Menschen, die nach beruflicher Erfüllung suchen und beruflich sich umorientieren wollen oder einfach nicht die finanzielle Fülle leben, die sie leben wollen. Und da entsteht es halt ganz oft, dass wir das Gefühl haben, dass es an uns liegt, dass wir nicht gut genug sind oder ne, dass wir einfach das Problem sind. Und das möchte ich heute auf jeden Fall mit ausräumen, dass ihr da noch einen besseren Blick darauf kommt, auf eure Einzigartigkeit und auf das, was euch ausmacht. Aber vorher gibt es ja auf jeden Fall noch die Karte, die ich wie immer ziehe. Ich bin mal gespannt, wenn dieses Kartenset aufgebraucht ist. Und heute geht es um Höhe. Lass dein Herz zu deinen Gedanken aufsteigen, um sie zu begrüßen. Ja, das ist doch auch sehr schön. Genau, diese Höhe können wir auch in der Selbstwahrnehmung und im Selbstbewusstsein auch erreichen. Guten Morgen, Andrea. Hallo, Anke. Ach, das ist ja sehr schön. Wunderbar. Cool. Sehr schön. Also, ich habe mir überlegt, dass wir drei Fragen auf jeden Fall durchgehen und ihr könnt euch die entweder aufschreiben oder am besten in die Kommentare schreiben und dann gehen wir die einfach durch und besprechen uns. Das fände ich total gut. Also, wenn, überleg mal, ich würde das jetzt gerne eigentlich so auf die letzten 3 Monate maximal auf das letzte Jahr ausrichten, denn grundsätzlich ist es so, um die eigene Entwicklung und die eigene Wertschätzung zu entfalten. Es ist total wichtig, auch zurückzuschauen. Und ich werde nächste Woche noch so einen größeren Quartalsrückblick machen, aber erstmal geht es darum, dass wir halt wirklich schauen, wo sind denn Dinge entstanden, die wichtig waren für andere. Und deshalb ist die erste Frage, die ich euch für euch mitgebracht habe, für was hat sich jemand bei dir für deine Unterstützung von ganzem Herzen bedankt. Das kann was Berufliches sein, das kann aber auch was Privates sein. Aber wo hattest du das Gefühl, sagen wir mal in den letzten 3 Monaten, aber wenn dir da nichts einfällt, kannst du auch gerne ein bisschen weiter zurückgehen. Wo hat sich für dich oder wo hast du für jemanden einen wirklich, wirklich großen Unterschied gemacht? Das schreib doch gerne mal in die Kommentare. Das finde ich super schön, um einzusteigen. So, guten Morgen an all diejenigen, die noch nachkommen. Sehr schön. Ach, das freut mich, dass ihr auch hier am Ostermontag mit dabei seid. Ich dachte, na, warum nicht? Also,
Ich bin ja eh wach. Die halbe Stunde schenke ich euch gerne, bevor ich jetzt gleich zum Brunchen gehe. Und ich warte jetzt mal auf eure Antworten. Wo habt ihr einen Unterschied für jemanden gemacht oder was? Wo habt ihr jemanden unterstützen können? Und habt jemanden eine große Freude gemacht, wo sich jemand dann dafür bedankt hat? Das fände ich sehr schön zu hören. Ich kann ja bei mir mal ein bisschen graben, bis da eine Antwort kommt in den Kommentaren. Ja, bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich sehr, sehr inspirierend sein kann für meine Kunden oder da ein gutes Vorbild sein kann, bestärke. Und da hatte ich jetzt auf jeden Fall auch, das ist immer das Allerschönste nach den Coachings, also erstmal diese Schlüsselmomente zu haben, wo sich halt was bewegt, wo neue Wege entstehen und dann natürlich auch das Feedback zu erhalten, wenn die Coachings vorbei sind. Und da bekomme ich auf jeden Fall immer tolle E-Mails. Sagt mal, ist denn gar nichts los bei euch? Das kann doch gar nicht sein. Es muss jetzt nichts Großes sein. Also wahrscheinlich hängt es hier nur gerade in den Kommentaren. Ihr müsst schon mitmachen. Das ist ein interaktives Webinar. Und falls euch jetzt von den letzten 3 Monaten nichts einfällt, schaut doch mal, was vielleicht im letzten Jahr war, wo ihr da wirklich einen Unterschied gemacht habt. Upsa, Entschuldigung. Mein Ring donnert immer an den Tisch. So, ihr Lieben, seid ihr noch nicht wach oder ist mein Facebook einfach zu lahm? Ich verstehe es nicht. Hier kommen keine Kommentare rein. Das ist ja echt ein Ding. Das hatten wir ja auch noch nicht, dass niemand was gesagt hat bei Mindful Mindset Monday. Okay, dann machen wir einfach weiter. Vielleicht kommt ja gleich noch ein Kommentar. Da ist die Frage, nehmen wir mal an, ihr habt jetzt alle eine Situation, wo sich jemand von ganzem Herzen für euch bedankt hat, wo ihr einen Ratschlag gegeben habt, wo ihr jemandem geholfen habt, wo ihr jemand Unterstützung geboten habt, wo ihr vielleicht einfach mal länger euch engagiert habt bei der Arbeit, einen Kollegen geholfen habt oder etwas anderes für jemanden gemacht habt, ohne dass ihr da eine Leistung zurückerwartet habt. Ah, Andrea schreibt, ich habe Dank bekommen von einer Freundin, die ich in einer Lebensentscheidung unterstützt habe. Super, sehr, sehr schön. Anja, sehr schön. Jetzt kommen die Kommentare rein. Meine sehr gute Freundin hat sich nach 8 Jahren von ihrem Freund getrennt. Oh ja, das ist keine leichte Zeit. Da gibt es viele Ups und Downs. Hier versuche ich sie zu unterstützen und sie hat sich sehr dafür bedankt. Super. Sehr, sehr schön. Genau. Und wenn ihr jetzt jeweils diese Situation vor euch habt, schaut doch mal, welche eurer Eigenschaften waren dafür wichtig, sodass ihr dieser Person auch wirklich helfen konntet. Also was hat es letztlich ausgelöst, dass ihr diesen Dank erhalten habt? Bei mir ist es eine Qualität, jetzt auch gerade aus dem Coaching, dass ich einfach, ne, viel, viel Raum gebe und jemanden viel Platz gebe und viel zuhöre, ne, einfach da bin und natürlich dann auch Verständnis habe für die Situation, in die derjenige steckt, weil ich das selber kenne und mich da selber schon rausgearbeitet habe. Und das ist immer ein wichtiger Aspekt, da einfach zuzuhören und auch gut zuhören zu können. Ohne da jetzt immer gleich einen Ratschlag geben zu wollen oder einen Tipp geben zu wollen, ne? Sondern es wirklich entstehen zu lassen, entfalten zu lassen, was in der Person dann jeweils vorgeht. Anke sagt, oh, dann sorry, ich habe verpeilt, weil ich natürlich ein Honorar dafür bekommen habe. Naja, du kannst auch, natürlich kannst du auch was Berufliches nehmen. Also es muss jetzt überhaupt nicht privat sein. Also das ist überhaupt kein Thema. Es geht ja darum, dass wir schauen, ne, wo hast du deine Einzigartigkeit eingebracht und im Prinzip auch eine Leistung erbracht, obwohl ich diesen Begriff immer ein bisschen schwierig finde.
Andrea sagt Loyalität und immer ein offenes Ohr. Ja, ganz wichtig. Und die Loyalität ist natürlich dann auch ganz entscheidend, ne? Dass derjenige oder diejenige dann weiß, da steht jemand an ihrer Seite oder da ist jemand, der auch in schlechten Zeiten da ist und einfach sich nicht aus dem Staub macht, nur weil es mal ein bisschen schwierig wird oder die Person gebraucht wird, weil das ist auch sowas, was heutzutage wirklich immer schwieriger wird, das zu erwarten. Und wer jetzt nicht lange Freundschaften hat oder gute Freundschaften hat, es ist natürlich, also das höre ich immer von den Millennials, ne, von den jüngeren Kunden, dass diese tiefen Verbindungen, so wie ich das kenne, wie ich auch von Leuten in meinem Alter das kenne, dass das immer ein bisschen oberflächlicher wird, das jetzt mal so klischeehaft gesprochen. Ist wahrscheinlich auch nicht bei allen der Fall, aber das höre ich, dass bei jüngeren Leuten das halt eher nicht immer davon auszugehen ist, dass dann jemand für einen da ist. Irgendwie hängt es heute. Es ist alles ein bisschen langsamer. Es ist vielleicht das Feiertags-Facebook-Live ist ein bisschen langsamer. Anja sagt, ich verurteile nie, auch wenn ich etwas vielleicht anders gemacht hätte und stelle eher Fragen, statt meine Meinung abzugeben. Ja, super. Das ist total schön. Ne? Dann, dass derjenige oder dein Gegenüber dann weiß, da fällt es erstmal auf fruchtbaren Boden oder es ist erstmal einfach Verständnis da und derjenige darf gerade in dem Moment so sein, wie er halt wirklich ist oder wie sie wirklich ist. Anke sagt, lustig, bei mir hat sich erst gestern von Herzen eine Teilnehmerin für TM-Kurs bedankt, dass sie bei mir erlernt hat wahrscheinlich, diese Stille zu erfahren. Ah ja, sehr schön, ja. Genau, also die Meditation, die du lehrst. Ja, spannend. Total schön. Und da auch Anke, ne, schau mal, was stecken da für Eigenschaften drin? Also was gibt es für Dinge, die du dann gibst oder die du weitergibst, mal abgesehen von der technischen Seite sozusagen, ne, da dann Meditation zu lehren oder eine bestimmte Meditation-Technik zu lehren und da tatsächlich zu schauen, was kann das sein, was steckt da in dir, was du dann weitergeben kannst. Ne? Auch dieses Interesse an Meditation zu schüren, das ist total schön. Stimmt, da fällt mir jetzt ein, der Mindful, na Quatsch, ich komme mit meinem ganzen Namen immer durcheinander, mit dem Money Mindset Online-Workshop. Das war auch wirklich ein sehr, sehr schöner Workshop. Und da waren ja auch zwei von euch dabei. Also das fand ich auch, war sehr, sehr schön. Da habe ich auch tollen Dank dafür bekommen. Das war ganz wunderbar. Super, vielen Dank. Jetzt kommen die Kommentare rein. So macht es dann Spaß, mit euch hier richtig interaktiv dabei zu sein. So, die zweite Frage ist, was lässt dich lebendig werden? Wo ziehst du Energie raus? Was sind Tätigkeiten, Aufgaben oder auch einfach Umstände? Also ich merke das bei mir zum Beispiel, wenn hier jetzt die Sonne so ins Fenster scheint und der Himmel blau ist, dass das bei mir eine ganz, ganz andere Energie auslöst. Aber was sind auch, was sind Tätigkeiten, was sind Dinge, die bei dir wirklich so eine Lebendigkeit hervorbringen? Bis jetzt eure Kommentare kommen, erzähle ich auch nochmal. Also bei mir ist es auf jeden Fall auch die Meditation. Also so, ne, vielleicht klingt es paradox, aber es ist tatsächlich dieser Blick auf mich selber und diese innere Einkehr, diese Erkenntnisse, die dadurch kommen oder einfach auch die Ruhe, die Stille, dieser innere Frieden, der dann danach so eine sehr schöne Lebendigkeit hervorbringen und halt auch die Verbindung mit den anderen Meditierenden, das ist auch immer total schön. Anke sagt jetzt noch zur Meditation, ich bin da erstaunlicherweise sehr ruhig, mitfühlend und weise. Ja, sehr schön, voll gut. Und das, ne, das sind die Dinge, die wir so schnell vergessen, die uns ausmachen. Also wir gehen halt immer ganz selbstverständlich von unseren Talenten und Stärken aus, weil die uns so normal vorkommen, weil die uns halt leicht fallen, weil die einfach da sind. Und da finde ich es auch immer ganz wichtig, halt wirklich zu schauen, was ist das und wie verändert sich das auch. Ne? Also warst du vor 20 Jahren vielleicht schon so oder hat sich das entwickelt? Und auch diesen Prozess anzuerkennen, dass wir sind halt nicht
einfach so, wie wir sind. Wir kommen nicht mit einer Anzahl von Stärken und Talenten auf diese Welt und dann ändert sich das nicht, sondern wir sind ja natürlich auch durch unsere Lebenserfahrungen und durch die Dinge, die wir aktiv lernen, die wir aktiv verändern und sagen, ich möchte eine bessere Version meiner selbst werden. Ich möchte mehr bei mir ankommen, also mich mehr und meine Stärken mehr entfalten. Das brauche auch ein aktives Zutun und das tatsächlich auch anzuerkennen, das finde ich total wichtig. Und da könntet ihr auch mal schauen, so was sind die Dinge, die die sich in den letzten Jahren verändert haben oder wo habt ihr bewusst entschieden, etwas zu verändern oder bestimmte Dinge nicht mehr zu tun oder ne, einfach mehr zuzuhören, mehr da zu sein, vielleicht loyaler zu sein, als ihr das früher wart. Also das finde ich ist auch eine ganz wichtige Frage, um diese Meilensteine im Leben auch anzuerkennen und zu sehen und ja, da wirklich diesen Prozess auch wahrzunehmen, weil wir verändern uns ständig und je aktiver wir uns verändern oder wie proaktiver wir uns verändern und sagen, ich möchte ein Mensch sein, der, ich nehme jetzt einfach mal Anke dich als Beispiel, also sehr ruhig, mitfühlend und weise ist. Was kann ich dafür tun, um diese Eigenschaften noch stärker voranzutreiben? Das finde ich ist halt eine ganz, ganz wichtige Frage und das können wir aktiv gestalten und so können wir auf Basis dessen, was wir halt an Talenten und Stärken eh schon mitbringen, auch noch an den Dingen arbeiten, so dass wir noch mehr zu der Person werden, die wir halt eigentlich wirklich sind, weil diese Qualitäten haben wir schon in uns und wir wollen die dann noch weiter ausprägen. Anja sagt, der Umgang mit meinem Pferd bringt mich immer wieder in die Mitte und das Gespräch mit Freunden und die Pflege von sehr langjährigen, sehr tiefen Freundschaften auch als Millennial. Ja, sehr schön. Genau. Also, das, na, wie gesagt, also das ist jetzt nur so ein Klischee, was ich gehört habe, dass auch durch die technischen Veränderungen, und ja, einfach dieses Verlernen von tiefer Verbindung, also da finde ich es ganz, ganz wichtig, ne, dass wir da einfach dranbleiben und uns das auch immer wieder vergegenwärtigen als soziale Wesen. Wir sind halt soziale Wesen als Menschen und klar brauchen wir auch Rückzug und ne, es ist auch wichtig, keine Ahnung, wir können ja auch mal am Handy rumspielen oder hier auf Social Media ein Webinar mitmachen, ist ja überhaupt kein Problem, aber ich finde auch das, was uns wirklich ausmacht und auch ein Leben lang begleitet und ein Leben lang trägt, ist die Familie und die langjährigen Freundschaften. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, da Pflege hineinzugeben, weil auch die Freundschaften entstehen halt nicht einfach so, ne? Die fallen nicht vom Himmel, sondern die werden ja auch dadurch, wie wir uns jeweils einbringen und wie wir uns auch, wie wir bereit sind, uns mitzuverändern mit den Menschen an unserer Seite, werden wir auch geprägt. Und ich finde das auch, also ich darf auch auf viele langjährige Freundschaften zurückblicken und ich finde es so schön, auch halt einfach gemeinsam so viele Jahre durchs Leben zu gehen und sich so, so gut zu kennen, ne? Und da auch vielleicht dann auch mal Reibungen entstehen zu lassen, gerade weil man sich so gut kennt, ne, da auch einen schönen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Das finde ich auch total wichtig, dass man mal Feedback bekommt, wo man sagt, so das ist jetzt nicht okay oder halt einfach dieses Gehaltensein, dieses Verstandenwerden, das Gehörtwerden finde ich auch unglaublich wertvoll. Das ist ein ganz tolles Geschenk. Andrea sagt, Energie kommt von einem positiven Umfeld, gute Freundschaften. Ja, spannend, ne? Also da sind wir jetzt echt bei den Menschen um uns herum gekommen. Also auch Partner sicherlich, ne? Wenn die da sind, ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Aber auch die Beziehungen zu Freunden. Und das sind ja auch Dinge, wie hieß jetzt nochmal die Dame? Eine australische Krankenschwester, die hat ja mal aufgeschrieben, was so die fünf Regrets sind, die man halt auf dem Sterbebett im Prinzip hat. Und kaum jemand sagt, ich hätte so gern mehr gearbeitet oder ich hätte gern dieses Designerregal gekauft, sondern es sind halt wirklich auch da die Beziehungen vielleicht im Konflikt aus dem Weg gegangen zu sein, so dass eine Freundschaft dann kaputt gegangen ist oder vielleicht einer bestimmten Person auch nicht gesagt zu haben, wie gern man sie hat. Ne? Also das sind diese, wie sagt man das denn
auf Deutsch, ist mir gerade entfallen. Also einfach diese Reue, die wir dann spüren, ne, am Ende des Lebens. Und das spiegelt ihr gerade, dass ihr da auf jeden Fall gut dran seid, diese Freundschaften zu pflegen und da wirklich auch die Verletzbarkeit und die Offenheit und die Bereitschaft zu haben, sich wirklich so zu zeigen, wie man ist, ne? Und das ist ja auch was uns lebendig macht und was uns Kraft gibt und auch Bestärkung gibt, dass es okay so ist, wie wir sind und dass es immer Menschen geben wird, die, egal in welcher Lebensphase wir gerade stecken, dass die an unserer Seite stehen. Das ist total schön. Super. Dann die letzte Frage, die ich mir überlegt habe, war, was war für dich vor kurzem vielleicht, ne, zu Beginn des Jahres oder vielleicht liegt es auch schon ein bisschen weiter zurück, was war eine Herausforderung und ist jetzt aber etwas, was schon viel normaler geworden ist oder wo du das Gefühl hast, dass ist dir schon mehr ins Blut übergegangen oder du merkst, dass da viel mehr Leichtigkeit entstanden ist, du viel sicherer geworden bist in dem, wie du mit dir selber und dieser Sache umgehst. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was ihr jetzt sagt. Für mich ist es einerseits diese Facebook Lives oder diese Webinare zu geben. Auch, ja, ich glaube, da bin ich auch immer sehr kritisch mit mir, aber ich freue mich sehr über euer positives Feedback. Da ist noch viel Luft nach oben, würde ich sagen. Und bei mir ist es auch, dass ich beim Schwimmen große Fortschritte gemacht habe und habe da auch, ne, das ist ja auch immer das Ding, wenn man investiert, Zeit investiert, Geld investiert in Trainer, in Coaches, in Experten, die einem bei etwas helfen, dann macht man natürlich viel schneller Fortschritte und das habe ich auch, ich habe im Februar einen Schwimmen-Workshop gemacht und es war großartig. Und als letztes Beispiel vielleicht noch, bis eure Kommentare reinrutschen, auch beim Meditieren. Also ich habe jetzt im Februar auch nochmal einen weiteren Meditationskurs gemacht, habt ihr vielleicht mitbekommen. Und das war auch total wichtig, weil das noch so ein fortgeschrittener Kurs war. Im Prinzip, es hat nochmal eine ganz andere Dimension reingebracht. Das war sehr, sehr schön. So. Wo sind eure Kommentare? Dagmar, hallo. Nein zu sagen, ohne schlechtes Gewissen. Oh ja, das ist so wichtig. Es ist so wichtig. Das ist auch etwas, was mir immer noch schwer fällt, aber wo ich schon so viel besser geworden bin. Und das ist auch was ja immer so als sehr egoistisch missverstanden werden kann, ne? Tatsächlich, dass man da gut für sich sorgt, aber das ist auch etwas, was ich gerne wiederhole, dass wir halt einfach in unserer Kraft sein müssen und auch zentriert sein müssen in uns selber, um für andere da sein zu können. Und diese aufopfernde Haltung im Prinzip, ne, oder dann einfach das immer das zu machen, was von jemand anders erwartet wird, ist halt überhaupt nicht der beste Weg. Das mag das Ego des anderen dann vielleicht nicht sofort verstehen, aber es ist tatsächlich etwas, was ja unglaublich wichtig ist, da die eigenen Grenzen zu wahren und auch zu sagen, ich habe bestimmte Bedürfnisse und ich habe bestimmte Notwendigkeiten, die ich brauche, um in meine Kraft zu kommen und ich kann, ne, nicht all meine Kraft nur verteilen, weil dann ist irgendwann nichts mehr da. Sehr, sehr schöner Punkt. Danke, Dagmar, dass du es geteilt hast. Ganz wichtig. Anja sagt, der Umzug nach Berlin im September und das Eingewöhnen in der neuen Umgebung war anstrengend und ist jetzt aber schon viel besser. Ja, genau, das ist klar, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Gerade dann auch, wenn du noch ein Pferd dabei hast und da ja auch eine gute Unterkunft brauchst und ihr euch dann gemeinsam hier eingewöhnt. Hallo Anke, guten Morgen, schön, dass du auch dabei bist, super. Sehr schön, also wir haben heute das Thema gehabt und ich gucke mal, was hier noch reinkommt. Andrea, ich werde immer besser darin, nicht sofort zu springen, wenn jemand etwas von mir braucht. Ja, ganz wichtig, ne? Auch im Sinne der Produktivität, wirklich zu schauen, was ist deine Agenda und wo schaffst du Raum für andere? Also es geht ja auch gar nicht darum, gar nichts mehr für andere zu machen, sondern wirklich einfach da auch die Dinge voranzutreiben, die dich auch mittel- und langfristig voranbringen und glücklich machen.
Matthias sagt, die größte Herausforderung der letzten Wochen war die Entscheidung für einen Jobwechsel mit den ganzen Unsicherheiten und Ängsten. Und nun nach den ersten gegangenen Schritten festzustellen, dass vieles schon gut läuft. Ja, genau. Ja. Das ist auch ganz wichtig, ne? Wir malen, unser Geist ist halt so gut da drin, das wirklich das Allerschlimmste sich auszumalen. Und das passiert eigentlich nicht nie. Und da wirklich diese Ängste zu konfrontieren und die, ich sage ja immer, die Komfortzone zu erweitern, ne? Einfach zu schauen, wo gibt es Bereiche, die wir noch nicht so sehr angetastet haben und wie gefährlich ist es denn wirklich? Weil es fühlt sich halt tatsächlich sehr, sehr gefährlich an und oft ist es gar nicht so sehr. Und die meisten lassen sich davon abschrecken und zurückschrecken und machen bestimmte Veränderungen in ihrem Leben, gehen sie dann halt nicht an. Und das ist so schade, weil jetzt, ne, du wirst jetzt bald die Früchte da auch ernten, dass dieser Jobwechsel wirklich, wirklich super für dich war. Sehr schön. Anke sagt, in den letzten 2, 3 Jahren mehr Vertrauen in das Leben. Das ist ja auch wunderschön, ne? Ganz, ganz wichtig. Und das denke ich auch, und das war auch heute mit meiner Intention, auch dieses Vertrauen in uns selber, ne? Dieses Vertrauen, dass wir schon unsere Herausforderungen meistern werden und dass wir die Dinge, die wir uns vielleicht aktiv suchen als Herausforderung und als neuen Schritt, also wie Matthias jetzt gerade, ne? Also die Entscheidung für einen Jobwechsel, das ist ja etwas, was du aktiv gemacht hast. Und auch wenn das da Unsicherheiten und eine gewisse Nervosität hervorbringt, dann auch zu sagen, ja, was ist trotzdem der richtige Schritt? Also auch da auf die Intuition zu hören und wirklich so in sich reinzuhören, wo soll es denn eigentlich hingehen? Ne? Wie soll das Leben denn mittel- und langfristig aussehen? Und da gehen wir halt oft mutige Schritte. Und wenn wir die nicht gehen, ist es ja oft so, dass das Leben uns dann Herausforderungen beschert, sodass wir wachsen, über uns hinausgehen und einfach Dinge schaffen, von die wir erst nicht für möglich gehalten haben. Und das ist ja auch was dann ganz viel Wertschätzung und Anerkennung hervorbringen kann. Und dafür ist es halt wichtig, zurückzuschauen, ne? Tatsächlich zu gucken, wo stand ich denn vor einem Jahr? Denn das ist so oft so, dass wir uns nur mit anderen vergleichen, die vielleicht erfolgreicher sind oder eine besser polierte Fassade haben und viele Dinge in ihrem Leben haben oder die wir uns vielleicht wünschen oder die vermeintlich glücklicher sind. Und da tatsächlich da immer wieder rauszugehen aus diesem Vergleich mit anderen und rein in den Vergleich mit dir selber, weil das ist das Einzige, was Kraft hat, ne? Da zu schauen, was ist das, was mich lebendig werden lässt, was ist das, was mir Energie raubt und die Punkte möglichst zu eliminieren, die dir Energie rauben und die Punkte oder die Aspekte in deinem Leben zu unterstützen, die dir Energie bringen, auch wenn das initial erstmal schwierig ist, eine neue Gewohnheit zu etablieren und dann zu schauen, was ist denn eigentlich passiert? Also ich habe ja auch einen Jahresrückblick, was ich jedes Jahr auch mit meinen Kunden mache. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, da wirklich reinzugehen, was hat sich in den letzten 12 Monaten geändert? Was hat sich vielleicht in den 3 Monaten geändert? Und in den letzten 3 Monaten jetzt seit Anfang des Jahres. Und es ist so spannend, wie viele Prozesse wir anschieben und wie wenig wir das bemerken, dass wir halt wirklich schon viele, viele Schritte weitergegangen sind. So, Anke sagt, ich habe da ja manchmal auch kurz Panik, wenn Unsicherheit da ist. Kennst du ja? Ja, das kenne ich. Aber ich bin schon viel besser geworden zu vertrauen und auch schneller wieder dem Leben zu vertrauen. Das dauert inzwischen nur noch 1 bis 3 Tage. Genau, Anke, und das ist total wichtig, ne, auch zu schauen, es geht gar nicht darum, jetzt panikfrei durchs Leben zu gehen, oder da nicht auch dieses Bedürfnis zu haben, sich mitzuteilen oder, ne, im Coaching dann einfach nach einer Lösung zu suchen. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber auch da zu sehen, auch da verändert sich was. Die Panik ist da, ne, und wir werden auch diese Herausforderungen und Ängste weiter haben. Aber der Umgang damit ist ja ein anderer. Und das ist alles, was wir brauchen. Ne? Wir brauchen einfach einen gelasseneren, gleichmütigeren, liebevolleren Umgang mit uns selber. Und um all das geht's. Ne? Das ist das anzuerkennen, dass sich da was tut und dass die Zeit, in der du damit dann zu tun hast, sich verändert und verkürzt. Das ist schon super, super, super gut. Da darfst du dir sehr auf die Schulter klopfen.
Petra sagt, eigene Sicher mit mir finden bringt positive Energie. Ja, genau, ganz, ganz, ganz wichtig, ne? Dass wir halt mit uns zufrieden sind. Das ist letztlich dann auch der Schlüssel zum Glück. Und dann können wir halt ganz viel mehr bereiten und halt tatsächlich auch geben. Weil wenn wir in unserer Kraft sind, wenn wir zufrieden mit uns und unserem Leben sind, dann können wir strahlen und dieses Licht in die Welt bringen. Und ja, das ist wunder, wunder, wunderbar. Also vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr so fleißig kommentiert habt. Das ist super schön und danke, dass ihr auch am Feiertag mitgemacht habt. Also ich finde es ganz wunderbar, euch jede Woche hier zu treffen und habe großen Spaß daran. Also erzählt es all euren Freunden, all euren Kollegen, dass es den Mindful Mindset Monday gibt und wer hier noch was Positives mitnimmt, teilt es sehr gerne. Ich freue mich und ich wünsche euch noch einen wunder, wunder, wunderschönen Feiertag. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, bei euch scheint auch die Sonne. Vielleicht schneit es auch noch mal heute, wer weiß. Und ja, macht euch einen total schönen Tag. Genießt diesen Feiertag im Kreise eurer Familie, euren Liebsten, auch im Sinne der Freundschaft und Beziehungen, die wir heute besprochen haben. Macht es euch schön und sammelt Kraft, so dass dann die Woche morgen wieder losgehen kann. Und vielleicht arbeitet ja der eine von oder andere von euch auch heute, aber lasst es ruhig angehen und tut euch was Gutes und erkennt vor allem an, was ihr schon alles geleistet habt. Also, ihr seid wunderbar. Die Welt braucht eure Einzigartigkeit. Also zeigt die Eigenschaften, die ihr mitbringt, die euch ausmachen und teilt sie mit der Welt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Montag und wir hören uns spätestens nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.